Hallo und willkommen in Florians Volksbank. Ich bin übrigens Florian und ich zeige Ihnen mal schnell, wie Sie Ihre Volksbank-Raiffeisenbank zu Ihrer ganz persönlichen Volksbank-Raiffeisenbank machen. Immer und überall. Hiermit und hiermit. Nach der Installation können Sie die VR-Banking-App direkt nutzen. In der Funktion Konten sehen Sie eine Übersicht mit all Ihren Kontoverbindungen. Natürlich können Sie mit Ihrer VR-Banking-App auch andere Konten verwalten. Ein Fingertipp und Sie können die Umsätze eines gewählten Kontos nachverfolgen. Und Überweisungen tätigen. Die aktuellsten Umsätze stehen in der Liste immer oben. Nach Auswahl eines einzelnen Umsatzes aus der Liste werden die Umsatzdetails angezeigt. Auch Daueraufträge lassen sich komfortabel mit der App verwalten. Zurück zur Übersicht gelangen Sie über den Zurück-Button oder durch Wischen vom linken zum rechten Rand. Wer es übersichtlicher mag, der nutzt den Finanzmanager und erhält eine praktische Übersicht seiner Einnahmen und Ausgaben. Für alle, die ihr Geld nicht nur aufs Konto packen, sondern investieren wollen, ist der Depotüberblick gedacht. Er gliedert Ihre Anlagen übersichtlich in einzelne Assetklassen. Fragen Sie einfach Ihren Berater nach geeigneten Anlagemöglichkeiten. Toll ist, dass ich dank der VR-Banking-App meinen Bankberater jederzeit und überall erreichen kann. Spart mir Zeit und im Ernstfall Geld. Eine Banking-App kann nicht alle Fragen lösen. Klar, dafür gibt es ja die Bankberater in rund 12.700 Filialen vor Ort. Wo die sind, zeigt Ihnen schnell und zuverlässig der Geldautomaten- und Filialfinder. Noch ein Tipp zum Schluss. Wer ein geeignetes Smartphone hat, kann sich bequem und sicher mit seinem Fingerabdruck in die VR-Banking-App einloggen. Die VR-Banking-App können Sie sich kostenlos im Apple App Store, Google Play Store, Windows Marketplace oder BlackBerry World herunterladen. Sie brauchen, klar, ein Smartphone und ein Online-Konto bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank. Alles verstanden? Nichts verstanden? Im Zweifel fragen Sie einfach Ihren Bankberater vor Ort. Den gibt es ja zum Glück auch noch.